Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of the Wild. Ich bin hier gerade fertig geworden mit einem der Wahlteilen, Portalen. Und ja, das war im vorigen Part. Jetzt gehen wir wieder raus. Wir sind nämlich in Creel angekommen und gehen jetzt in eine Side Arena. Zuerst holen wir das Portal, genau. Der Wegpunkt. Ja, das letzte Mal haben wir ein Spirit Shield Unique gefunden, das für einen Summoner super passt. Aber ich spiele nicht so gerne Summoner, solange sie nicht so zäh sind wie Kaugummi. Weil, ja, das nervt halt einfach, wenn man die ganze Zeit nachcasten muss, die Zombies oder die Spectres oder sonst irgendwas. Und deshalb, ja, ist es nicht so meine Favoritenklasse. Also es ist eigentlich meine, ja, eigentlich fast die langweiligste Klasse. Weil es halt einfach auch ein bisschen nervt und so. Und die Zombies nicht allzu stark sind, nicht viel aushalten und so weiter. Aber es sollte eigentlich eine der besten Endgame-Builds sein. Vom Damage nicht, von der Geschwindigkeit auch nicht. Aber vom Survivably mit viel Rarity-Change ist eigentlich eine der besten. Aber ich denke, unser Charakterbild wird stärker, dann später schneller. Und kann auch sehr viel stacken. MF. Also er macht dann zu wenig Damage, aber ich denke nicht. Weil wir werden jetzt in nächster Zeit sehr stark an Schaden bekommen. Also machen. Durch die Passiven. Und dann kommen wir noch ein bisschen Defensive durch einen Reflex über, also sehr viel eigentlich. Ich kann es dir zeigen. Hier unten gehe ich durch Schaden. Da überall Schaden. Dann Rüstung, dann Angriffsgeschwindigkeit, dann hier einen Reflex. Und hier unten haben wir noch durch, da können wir auch noch skillen. Eventuell. Ja. Eins zum Beispiel hier. Mal schauen. So. Also gehen wir kurz zurück. Da haben wir auch gleich wieder ein Level. Mal schauen, wo diese Insel ist. Also am Wasser muss sie natürlich sein. Ah, hier unten wahrscheinlich. Machen wir hier noch kurz auf. Und jetzt rennen wir nach unten. Ich werde dann das nächste Mal, also aufs nächste Mal ein paar bisschen Dominus Runs machen. Und später dann Dingruns machen. Brutus Runs, also der Mittelboss von dem ersten Akt. Hier auf Creel. Und ja. Dann halt weitermachen, wenn ich folgenden brauche wieder. Also hier ist der Eingang zur Insel Zeugs, zu Tidal 1 Island.
Ja, hier hat es ein paar nervige Gegner. Vor allem der Boss hier, der vereist. Wenn die das nicht schaffen, müssen wir kurzfristig die andere Rüstung anziehen. Wir haben jetzt zwar keinen Mana Leech. Und auch irgendwas anderes fehlt. Wichtiges Multi-Strike, glaube ich. Ah nein, das. Also doch. Aber dafür sind wir eben nun gegen Einfrieren, wenn wir das wirklich nicht schaffen. So. Hier unten müssen wir jetzt. Multiplayer brauche ich nicht. Hier rüber. Der macht viel Schaden. Ah, das ist Gruppenfrenzy drauf. Die Frenzy. Frenzy auf den Platten war, glaube ich, eine Skifahrerin. Okay, das ist er. Ah, er hat den Skill gar nicht mehr, oder? Setzt ihn nicht immer ein. Okay, der wurde geändert. Muss ich gar nicht warten, diesem Gebiet seitdem nicht mehr. Weil es halt einfach optimal ist und für das Let's Play, wo ich schon in dieses Gebiet gehe. So, haben wir das Teil. Jetzt bekommt sich noch eine Belohnung. Ich glaube, da bekommen wir keine Gems über wie bei normal. Da bekommen wir, glaube ich, Schuhe über. Handschuhe. Irgend so etwas. Oder Gürtel? Nein, Gürtel nicht. Wir machen jetzt kurz noch hier fertig, dann gehen wir zurück. Angenehm zu spielen, der Charakter. Dieser Bild. Aber ich habe immer noch so wenig Crit-Chance. Prozent immerhin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir doch ein bisschen zugelegt haben durch die zwei Passiven. Okay, Wohllockheit, Eisblut, steht das nicht. Wahrscheinlich dieses Schild einfach. Oder das. Eine Kadaverexplosion mit Eis, okay. Dann war das das und das Alias Heavs Energy Shield war einfach, dass es so viele Energy Shield hat selber noch, okay. Oh, extra Damage. So, sehr gut. Ah, nicht lesen. Schriftrolle mitnehmen. Ja, die Dings sind ein bisschen zu groß. Die Auswahlringe. So, zurückkehren. Den Gem kann ich da reinlegen. Zu den blauen. Und hier bekommen wir mal Giant Flask für Life. Und hier doch kommen wir. Ha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Als Item Rarity brauche ich, denke ich mal, nicht mehr. Ein Trap brauche ich nicht. Life Leech.
Ja. Also, hallo, irgendwie funktionieren die Tasten momentan nicht so, wie ich das gerne hätte. Nö. Oh, Cold Damage. Oh, das ist zu wenig. Nee. Noch nicht. So. Hier rein. Hier haben wir auch ein Life Leech. Hm. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch eine Quest. Okay, ich denke, die lassen wir aus. Es gibt Respektpunkte. Also Respektpunkte, nicht Respektpunkte. Na, komm, wir machen es. Wir haben ja Zeit. Das Schild wollte ich nicht aufheben. Da müssen wir nämlich alle Gegner töten. Ja, weil Cruel ist, ne, mache ich die Quest schon. Vielleicht droppt ja auch etwas Süßes. Da müssen wir... Nein, das ist die falsche. Da unten wahrscheinlich. Ja. So, sind hier die Gegner, die nerven ein bisschen. Die Stachelteile, die Knochenteile. Da. Das sind die gleichen wie vorher. Einfach ein Stachel. Also, ja, sie sehen stachelig aus wegen dem Brustkorb, aber es sind Knochen natürlich. Knochenteilchen. Hallo. Hört jetzt auf zu chargen. Ihr macht so viel Damage damit. Eine Wahlarena. Oh, das ist stark. Ich hoffe, mein Life Leech ist besser. Okay, okay, hier leckt es. Fraps, bitte nicht. Nein! Fraps! Fraps hat momentan wieder Probleme. Ich hoffe nicht mehr. Okay, es ist nicht so schwer. Mein Life Leech ist besser. Sehr schön. Und dafür habe ich auch weniger Life Leech so. Also kann ich das Leben weniger schnell regenerieren. Gehe noch kurz hier entlang. Mhm, hier ist nichts. Müsste eigentlich jetzt kommen. Hm. Ah, hier. Ah, das ist so ein... Oh Gott. Aber das ist gut zum Live-Leachen.
die spawnen neue. So, komm mal. Oh, machst du Schaden. Ich muss unbedingt mich drehen. Nein, bitte nicht. Hör auf. Hör auf zu lecken, Fraps. Ich deinstallier dich. Schwane dich. Okay, an unexpected disconnection occurred. Also Fraps hat so extrem viel Leistung gefressen, dass ich rausgekickt wurde oder so. Weil deshalb dachte ich, wäre nicht mehr da oder so. Hm. Na sowas, was hat Fraps einfach mit dem Spiel manchmal? Zuerst ganz am Anfang des Let's Plays paar Probleme. Dann das Problem mit dieser einen Ebene in Akt 3 vor drei Parts. Und jetzt dieses Problem mit dieser Ebene. Ich versteh's nicht, was hat Fraps für Probleme? Liegt das an der Engine, die Path of Exile hat, oder was? Ich weiß es nicht. Vor allem, wir müssten das nochmal machen. Ich habe momentan keinen Bock. Wird der Part halt ein bisschen weniger lange. Dafür kommt ein anderer Part dann vielleicht ein bisschen länger. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, ich kann nichts machen, also wird das wahrscheinlich manchmal passieren, aber ich hoffe es nicht allzu sehr. Und eventuell habe ich dann bald mal genug Geld für eine Grafikkarte, die dann Shadowplay machen kann, und da kann ich auch besser aufnehmen. Wenn's gut geht, ja. Also, aber ja, das sehen wir das nächste Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.